Hallöchen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Tja, was hatten wir eigentlich zuletzt gemacht? Ich habe gar keine Erinnerung mehr, was wir im letzten Part gemacht haben. Da ist ja gar nicht... Oh, Polizei und... Ah, letzter Part war da, wo der Krankenwagen mir komplett in die Haustür reingesammelt ist. In den Zaun vor meiner Tür zumindest. Aber was hatten wir sonst noch so gemacht? Ihr habt auch ziemlich dicke Waffen inzwischen, ne? Die laufen jetzt auch alle schon mit dem SMG rum, nicht mehr mit der normalen, Maschinenpistole, die wir eigentlich hier in der Grove Street so benutzen. So, wir haben Mission beim Officer am Donutladen und also beim Officer am Donutladen und bei Big Smoke. Bei Big Smoke, die Mission haben wir schon ziemlich lange und haben die immer noch nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt mal dahin, um die endlich mal zu machen, weil es ist schon seit Ewigkeiten ist die schon da und ich habe die immer noch nicht gemacht. Naja. Ich muss dazu sagen, es ist immer noch kein einziger Part online, also ich nehme immer noch dickem vor. Ach komm, wir gehen kurz das Limit vom Trainieren erreichen, dann haben wir das gemacht. Es ist immer noch kein einziger Part online, ich nehme also immer noch im Voraus auf und habe wahrscheinlich schon viele Sachen geschrieben. Vielleicht habt ihr mich auch auf Fehler aufmerksam gemacht, die ich im Let's Play mache, irgendwelche grafischen Fehler oder keine Ahnung was. Dann, ja, die kommen halt leider wirklich dann erst viel später, dadurch, dass ich voraufnehme. Aber, auch jetzt hier zu dem Thema mit dem ENB. Also ich habe den ja jetzt einige Male angehabt, einige Male ausgehabt. Ich werde den wahrscheinlich überwiegend auslassen. Ich meine, die Autos, das sieht nicht schicker aus und so, aber es ist irgendwie relativ dunkel. Mein Spiel läuft wesentlich unflüssiger. Außerdem finde ich, das Spiel ist alt und man sieht es auch. Man sieht es auch mit ENB, man sieht auch ohne BNB, dass das alt ist. Aber ich finde, es hat trotzdem so diesen, ja, originalen Flair, wenn ich es ohne mache. Also das sieht dann einfach so aus, wie es eben aussah. Und ich finde, das kann man sich immer noch geben. Man... Muskeln aufgebaut, du bist der perfekte Athlet. Haha, dankeschön. So, komm, wir machen eben das Limit voll, dann können wir zur Mission gehen. Und wenn wir jetzt gerade eh vorbeikommen, dann mache ich lieber noch kurz ein bisschen Muskeltraining. Wir können sowieso dann auch demnächst wieder mal Kondition machen. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht zu viel Fett verlieren. Denn wenn du gar kein Fett mehr hast, nach einer Zeit verlierst du dann Muskeln stattdessen. Normalerweise wird man ja irgendwann hungrig, man verliert das Fett. Und wenn man das aber weg hat komplett, dann fängt es an, dass man die Muskeln verliert. Und das wollen wir natürlich gar nicht. Also müssen wir demnächst mal wieder ein bisschen was futtern gehen. Und ja, demnächst machen wir wieder Konditionstraining, würde ich sagen. Um auch mal denn die Kondition wieder hochzumachen. Denn wir wollen ja auch lange sprinten können und so ein Zeugs. Also. So, jetzt haben die Muskeln aber bald voll. 47 konnten wir machen. Ja, guck mal, der Muskelstrich ist doch schon bald voll. Ich würde sagen, wir müssen nur jetzt mal ein bisschen Fett nachtanken noch und dann... Ah, dieses Scheißwetter. Komm, wir gehen kurz zum Pizzaladen, den wir ganz am Anfang ausgeraubt haben. Schmeißen uns zwei, drei Pizzen rein und dann gehen wir zu Big Smoke. Nach dem Training muss man auch erstmal was futtern. Vielleicht nicht unbedingt eine Pizza, aber in dem Fall jetzt schon. Ja, gib doch mal was Dickeres, komm schon. Ja, sowas. Seht da, schon haben wir da ein bisschen Fett drauf. Man muss eben einen ausgeglichenen Haushalt haben, ja? Man muss eine gute Mischung aus Fett und Muskeln haben. So, ab zu Big Smoke. Running Dog. Ach. Hätte ich ja gar nicht zu denen fahren brauchen, wenn die eh hier sind, die Polizisten. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Holen wir also seine Cousine ab. Scheint ja eine sehr wichtige Aufgabe zu sein. Fahre Big Smoke zum Treffpunkt. Wenn du eine Waffe brauchst, begib dich zu Emmets Haus. Ich dachte, wir sollen die nur abholen. Warum dann eine Waffe mitnehmen? Naja, egal. No reason. I just wanted to get in the carpool. Guck doch, wenn du abbiegst. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit.
Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Never touch you. So, hier sind wir. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talking. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grande smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah, yeah, go get that shit now. Get him. What you talk about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. We gotta stick with him. I ain't built for this shit. Du bist einfach nur zu fett. Ich kann dir auch sagen, warum, weil du so viel Futter hast, Idiot. Stelle das Gangmitglied, ja. Also seine Cousine hat sich dann doch als Drogen herausgestellt. Und die wollen wir natürlich jetzt, oder sollen wir natürlich holen. Wollen ist eine andere Sache. Also hinterher. Soll ich den einfach erschießen eigentlich? So, den haben wir. Und das Gras haben wir wahrscheinlich auch. Und Geld halt, vor allem. So, Leute, gebt mir ein Auto. Ich nehme hier das rote. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Ah, da ist Polizei, die guckt zu, macht aber nichts. Ach, guck mal, die juckt das nicht mal. So, wir fahren jetzt tatsächlich ohne zu speichern direkt zur nächsten Mission. Oder wir, nee, wir haben hier eh ein Häuschen, also können wir auch kurz speichern, macht ja nichts. Gut, dass ich mein Häuschen wirklich mitten im gegnerischen Gang-Territorium kaufen musste, wo ich ständig angeschossen werde, wenn ich nur mal eben nach Hause will. Tja, üble Gegend hier, deswegen auch so billige Mietpreise. So, speichern wir mal eben und wieder raus. Und dann fahren wir mal zu... Aber lass mich kurz schauen, wer ist näher? Ne, wir fahren weiter zu Big Smoke. Außerdem haben wir bei dem wirklich, wir sind da ziemlich im Rückstand. Wir haben immer Rider gemacht, wir haben immer Sweet gemacht, Big Smoke aber nie. Und die Missionen haben wir ja schon ziemlich lange auf dem Radar. Das heißt, die sind quasi noch etwas zurück in der Story sozusagen, würde ich sagen. Also, ihr versteht, was ich meine. Kann ich da eigentlich jetzt schon durchfahren? Mal gucken. Nee. Fahrerskills plus, juhu! So, hier sind wir wieder bei Big Smog. Wrong side of the tracks. Falsche Seite der Schienen oder so. Und schon wieder die Polizei hier. Hey, Carl. Keeping busy, I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride.
Three Deep mention a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to, Smoke? Unity Station. Unity Station sollen wir. Also zum Bahnhof. Da sind wir auch schon. Am Bahnhof. What we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked us. We gotta get those fools. Und die fahren auf dem Zug davon. Komm, rauf aufs, aufs Moped. Steig mit Big Smoke auf das Motorrad. Ja, bin dabei. So, dann schieß mal. Na los. Na los, erschieß sie. Na, komm, noch zwei. Ja, der Zug sprengt das Auto einfach weg. Ich muss näher ran, komm schon. Da kommt ein Zug. Zug. So, einer noch, komm, schieß. Schieß. So, wunderbar. Schnell weg hier. Fahre Big Smoke zu seinem Haus. In den Eisenbahntunnel sind wir reingefahren. Das sollte man nicht unbedingt machen. Könnte böse enden. Was what always like this? Always fucked up around here. Or is it because of the drugs? What you think, man? I don't know. That's why I'm asking you. Yo, hey, hey, don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was doing. Well, if you're gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Fahren wir mit dem schönen Moped hier mal Big Smoke zurück nach Hause. Ging ja schnell die Mission. Da habe ich bei dieser Mission habe ich früher oft gescheitert, weil ich es nicht geschafft habe, die alle zu töten. Und dann fährst du wirklich ewig weit raus aufs Land sogar noch und dann scheitert die Mission, weil die entkommen. Und dann musst du wieder zurück nochmal machen. Warte mal, wo waren die Schienen? Da waren die Schienen. Guck mal, man fährt dann dort lang durch den Tunnel. Da, da, das braune sind die Schienen. Da, da, bis hier irgendwo. Oder war es andere Richtung? Nee, ich glaube, es war die andere Richtung. Oder doch hier? Nee, ich glaube doch hier. Ja, egal. Ja, hier ist richtig. Man fährt man ewig und dann scheitert die Mission, aber diesmal hat es echt ziemlich gut schnell geklappt. Hey, you better clear out, CJ. Es klappt sowieso bis jetzt alles ziemlich gut im Let's Play, das gefällt mir. Also es waren einige Missionen schon dabei, bei denen ich früher Probleme hatte, die ich jetzt ohne Probleme geschafft habe. Finde ich nice. Was wollt ihr denn? Ja, haha, komm angelaufen, sehen meine abgesägte Schrotflinte und laufen. Ist auch das einzig Vernünftige, wenn man das Ding, wenn man dem Ding entgegenschaut. Doch, kann ich aber. Gib mal her. Ich gehe nur ganz kurz speichern, obwohl. Na, ich denke mir immer, wenn dann mal eine Mission kommt, die schwer ist, dann habe ich gespeichert. Das ist zwar nervig vielleicht für euch und aber das habe ich früher auch immer so gemacht. Jedes Mal speichern gehen, also. Warte mal, sollen wir mal ganz kurz schauen, ob wir schon wieder trainieren können? Dann machen wir das. Das geht ja wirklich schnell, das einmal durchzuhauen, die 40 Dinger, die wir da machen können. Und dann haben wir wirklich bald mal die Muskeln ganz voll. Das ist doch schon mal schön. Machen wir immer so nebenbei. Wir haben ein bisschen Story, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber auch nebenbei wieder solche Sachen. Wir haben jetzt, komm, jetzt packen wir mal richtig was drauf hier. Ne, machen wir mal Maximum. Mal gucken, ob ich das kann. Wir machen ja immer so nebenbei. Teilweise Missionen, dann machen wir wieder ein bisschen so, zum Beispiel Feuerwehrmissionen haben wir gemacht. Dann machen wir die Graffitis, dann machen wir wieder dies, machen wir wieder Story. Das finde ich ganz cool, wenn wir so eine gute Mischung machen. Und das sollte man auch in dem Spiel, wenn man es normal spielt, machen. Ja? So eine Mischung aus Nebenmission und Hauptstory. Und das möchte ich auch im Let's Play so machen. Ich habe einige Let's Plays gesehen, Muskeln aufgebaut. Du bist wie ein Muskelberg. Ich habe einige Let's Plays gesehen, wo die Leute einfach
nur Story-Missionen machen. Aber es ist eigentlich bescheuert, finde ich, weil ich meine, zum Beispiel diese Nebenmissionen, die machen uns Feuer fest und so weiter. Das sind doch auch gute Sachen, die uns helfen. Außerdem gehört es dazu. Und ja, deswegen mache ich das natürlich auch im Let's Play. Ich gönne mir die 100 Parts dann auch, weißt du? Ich könnte natürlich versuchen, das so schnell wie möglich durchzukriegen, indem ich nur Story mache. Aber das macht doch keinen Spaß. Wenn schon, dann machen wir es richtig, wie es sich auch gehört, wie man es auch, wie ich es auch selber gespielt habe früher. Gibt sicherlich Leute, die auch beim normalen Spiel nur Story machen, aber ich habe auch früher immer schon Nebenmissionen gemacht und sowas und Fitnessstudio und aber nur 38 schaffe ich damit. Aber guck mal, jetzt sind wir die Muskeln, haben wir wirklich fast voll. Da fehlt noch vielleicht ein Training, dann haben wir die Muskeln fertig. Dann müssen wir es nicht mehr machen erstmal. Da müssen wir nur noch darauf achten, dass die oben bleiben. So, ab ins Auto, kurz speichern gehen. Aber ich finde das schön, dass bis jetzt im Let's Play alles so gut klappt. Die Missionen und so. Weil das hatte ich früher nicht immer. Also man hat, es gibt schon immer mal wieder Missionen, bei denen man auch scheitern kann. Und bis jetzt klappt doch alles super. Bin ich echt zufrieden mit. So, gespeichert und ab wieder zu Big Smoke, würde ich sagen. Und wir sind noch ganz am Anfang vom Spiel, Freunde. Ganz am Anfang. Und haben jetzt bald die 20 Parts voll. Guck mal, zum Beispiel, Crysis 1 und 2 haben beide jeweils 20 Parts gedauert. Die wären jetzt quasi wie schon, wir wären jetzt schon in den letzten Zügen quasi. Und hier sind wir noch am Anfang. Wir sind noch im ersten Gebiet, haben noch kaum was gemacht. Aber ich find's geil. Das Spiel ist so geil umfangreich und es ist einfach der Hammer. Und es wird trotzdem nicht langweilig, obwohl es so lange dauert. Und ah, ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich das mache als Let's Play. Ich bin so froh. Just Business, weil es einfach auch meine Kindheit ist. Genau deswegen mache ich auch Need for Speed und Anno, weil es beides meine Kindheit ist auch. Ist einfach. Ich mache die Spiele, weil es einfach meine... Das war meine Kindheit. GTA San Andreas zum Beispiel. Hey CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Ist ja nichts Neues. Dass ich fahre. Bring Big Smoke nach Downtown. Russen? Ja, Russen sind so eine Ausnahmesache, ey. Mit denen möchte man sich nicht anlegen. Look, Cole, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, alright? I'm down, dog. Hey, baby. Want company? Motherfuckers! War's nix mit unserem Date. Ah, guck dich. Big Smoke, you make big mistake. Watch yourself, CJ, I think they pissed. CJ, take the right and cover my ass. Keep it up, baby. That's my dog making y'all pay. So, ich komme, ich muss nur ganz kurz schauen. Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Schutzweste. Da hinten. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe im Internet so ein Video gesehen, das ist eigentlich ganz lustig. Der Typ hier in der Mitte, warte mal, ich sammle noch eben das Geld ein. Der Typ hier in der Mitte ist am Wichsen. Und die restlichen schauen beschämt weg. Was hatte ich im, es gibt so Easter Egg Videos. Ganz lustig eigentlich. So, wir haben eine Schutzweste dabei. Also geht's weiter. Ich bin echt froh, dass wir die Graffitis gemacht haben. Denn die AK ist so eine geile Waffe. Damit haben wir es wesentlich einfacher.
time to return the favor, baby. Get on. Yeah, get on that bike, bitch. Aber es gut ist, wenn er fährt, dann kann ich wenigstens schießen. Shit, man, they coming for us in the truck. Don't tell me about it. Take it off the road. Pop it. Damn, look at all this crap. Get out of the way. I'm coming through. We got bikes on our six. Smash it, smoke. Da komm, ich muss die Motorräder loswerden. Ah! Was machst du denn, Smoke? Wow, shit. Maschinenpistolen-Skill, Gangster-Level erreicht. Du kannst jetzt weiter entfernte Ziele anvisieren. Deine Treffsicherheit hat sich erhöht. Geile Sache. Unser Motorrad darf natürlich auch nicht kaputt gehen. Oh, was macht er jetzt? Oh, Truck! Die Autos bleiben natürlich drauf. Nice. Oh man, the car's found a wreck. Don't tell me about it. Shoot. Hold on. Get us up that wreck, Smoke. I'm on it, baby. Wir haben uns ja gar nicht mit denen angelegt oder so. Schön, dass wir zumindest unendliche Munition haben. We still got bikes on us, man. Man, quit bitching and shoot as many of them assholes as you can. Boom, total dead truck. Go around them, man. Guck mal, sogar ich habe Motorradskills bekommen, obwohl er fährt. Geile Sache. Wow, geil. Macht total keinen Sinn, dass das alles explodiert, weil wir da langfahren. Aber es ist geil. Da, 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 da. Alles zerballern und nebenbei Country-Musik hören. So muss das laufen. So, jetzt haben wir es aber hoffentlich mal geschafft, oder? Da da, wow, and I love a rainy night. Das war auf jeden Fall crazy shit. We can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Much love, baby. Haben wir ja wieder einiges geschafft. Schöne Mission bei Big Smoke gemacht. Jetzt haben wir auch nur noch Missionen beim Officer, beim Champagne. Insofern können wir jetzt, ja gut Leute, beruhigt euch erstmal, können wir jetzt speichern gehen und dann einen Cut machen oder beim nächsten Mal Missionen für die Polizisten machen. Ich glaube, das sind auch unsere ersten Missionen für die Polizisten, die wir dann machen, oder? Müssten eigentlich. So, wir gehen kurz in der Grove Street speichern. Wofür haben wir denn extra hier diese schöne Einfahrt, die ich natürlich verpasse? Was will denn die Ballers Gang bei mir in der Hood? Wartet mal. Hier habt ihr ja gar nichts zu suchen. Schön, dass ich feuerfest bin. Ich kann die Dinger schmeißen ohne... Na ja, okay, das Auto sollte ich vielleicht nicht mehr besteigen. And I love a rainy night. So, die Ballers habe ich ausgeräuchert. Dann würde ich sagen, gehen wir speichern. Beim nächsten Mal gehen wir vielleicht noch einmal trainieren. Dann haben wir die Muskeln voll. Und dann können wir danach, wenn wir nochmal trainieren gehen, immer schön Kondition machen. Dann haben wir die auch noch voll. Das sollten wir schon beides voll machen. Das ist schon sinnvoll. Aber machen wir dann. So, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.